Und an dieser Stelle habe ich euch das letzte Mal verlassen und an dieser Stelle kommt ihr selbstverständlich wieder mit dazu. Herzlich willkommen zum Rennen in Miami Grand Prix 2023. Ich bin euch noch eines Rennens pflichtschuldig und diese Pflichtschuldigkeit hole ich sehr gerne nach, liebe Freunde. Wir haben ein Rennen, in dem es Regen geben wird. Die Frage ist, wann? Und das ist durchaus spannend, liebe Leute. Die Frage ist, wann? Ja, wir müssen mal gucken, wo sieht man das? Hier sieht man das nicht? Nö. Wahrscheinlich erst auf der nächsten Ecke dann an der Stelle. Wir haben hier erstmal alle unsere Ziele erreicht. Das ist erstmal schon mal sehr schön. Können wir ein bisschen extra Geld, was wir auch dringend brauchen. Und ich kann auch schon mal, glaube ich, schon mal ankündigen, dass wir in Zukunft etwas, ja, konservativer fahren werden. Also sowohl was die Ausgaben, was auch, aber auch neue Teile anbelangt. Ich werde an der Stelle nicht mehr so viel ausgeben können, weil wir auch einfach ein bisschen was in der Reserve brauchen, wenn ich mir anschaue, wie die Motorenkomponenten, Getriebe etc. abbauen. Dann können wir es uns einfach nicht leisten, da quasi kein Budget in der Hinterhand zu haben. So 5 Millionen sollte man, glaube ich, immer haben und alles andere darunter ist einfach zu wenig. Okay. Positionsgewinn könnten wir machen. Mit den Fahrern mache ich nicht, weil es ein Regenrennen. Ja, und dann gehen wir rein, würde ich sagen. Liebe Leute, wir schauen uns jetzt mal hier mal an. Hier gibt es anscheinend auch kein Regen. Wo ist denn der? Wo wird denn der Regen angezeigt? Bin ich eigentlich besoffen? Wo sonst immer hier. Hier ist irgendwo Regen. Hier wird irgendwo Regen angezeigt, liebe Leute, ja. Ach du heilige Mama Mia. Reifenabrieb. Sonst gab es doch immer noch die Streckeninfo. Warum sehe ich die denn jetzt nicht mehr? Oh Gott. Meine Freunde, oh Gott. Die Streckeninfo gab es immer sonst hier oben. Wo ist denn das? Müssen wir nochmal zurückgehen. Berichte. Streckeninfo. Also sie nennt sich Streckeninfo. Ausgewogene Strecke, ja. Streckenkarte. Erwartete Strategien. Da steht gar nichts drin. Abschlussbericht, Sponsoren, Ergebnisse. Übersicht. Hier kann man auch nicht draufklicken. Oh Gott, Leute, wir haben diese Info nicht vor Rennstart. Das ist es. Mehr kriegen wir nicht mit. Wir wissen nicht genau, wann es anfängt und wie viel es anfängt zu regnen. Das ist nicht euer Ernst. Wie soll ich denn so eine Strategie planen? Nein. Okay, also ich glaube, was auf jeden Fall klar ist, also wir brauchen ja eine andere Übersicht. Ich weiß nicht, warum es diese Übersicht nicht mehr gibt, ob sie die rausgenommen haben oder wie auch immer. So, wir gehen hier auf die alten Komponenten, würde ich sagen. Hier nochmal auf die alten Komponenten. Hier gehen wir... Können wir nicht auf die alten Komponenten gehen? Hier gehen wir auf jeden Fall auch auf die alten Komponenten. Ja, und Getriebe gehen wir auch auf die alten Komponenten. Das verstehe ich nicht, Leute. Also für mich gab es sonst immer diese Möglichkeit. Wir können meiner Ansicht nach, wenn es in Runde, wann ist, was ist das hier? 50, 65 ist das die Wahrscheinlichkeit, wann es anfängt zu regnen, ja? Da können wir noch nicht loslegen, irgendwie... Müssen wir mit Softs anfangen, glaube ich.
getan. Ja. Dann würde ich sagen, wir starten auf Softs. Nehmen schnelle Softs mit, liebe Leute. Schauen uns nochmal an, wann... Ja, das muss auf jeden Fall ausreichen. Gehen dann hier irgendwann damit in die Box und dann ist okay. Dann sollte das passen. Doppelt Softs besser als keine Softs. Ich würde sagen, anders kann ich es nicht machen. Es ist ein bisschen schade, dass ich hier nicht mehr sehe. Wir starten erstmal so. Nudeln die Reifen ordentlich. Genauso wie wir ja, ein bisschen ERS einsetzen am Anfang. Ihr kennt das ja, das Spielchen. Und dann müssen wir sehen, wo uns das Rennen hinführt hier an der Stelle. Ich bin gespannt. Gut. Ja, geh mal Gas. Leute, anders kann ich nicht. Kann ich eh nicht mehr machen. Let's go. 57 Runden warten hier in Miami auf die Fahrer. Möge der beste Fahrer gewinnen. Mhm. Falls Pierre Gasly Druck verspürt, lässt er es sich nicht anmerken. Die 9 ist eine solide Startplatzierung. Trifft er die richtigen Entscheidungen, könnte er ordentlich punkten. Los geht's! Zeit! Es geht los mit dem Grand Prix in Miami. Das Startsignal erlischt und los geht's. Ein Overtake available. Kopfhörer. Overtake available. Okay. So, also hier gibt's jetzt wieder die Streckendetails und diese Übersicht, die will ich haben, wenn ich meine Strategie auswähle. Was ist denn das eigentlich für ein Mülleck, dass ich das nicht sehe? Aber ich meine, gut, es ist, ja. Zustand des Autos ist erstmal d'accord. Ja, wir können 10 Runden, wir können voll pushen, Leute, und danach geht's auf Hinters. Voll pushen, Leute, kommt schon. We need to push up, please. Meine 10 Runden hält der Reifen easy durch, auch auf Full Push, dann holen wir sie rein und dann ist gut. Geht dann danach auf jeden Fall auf Inters und hier... Ja, ich glaube, das lohnt sich nicht für Reds und dann am Ende nochmal auf Softs, liebe Leute. Die Strategie sollte relativ, oder die Strategie ist relativ klar, glaube ich. Also, wir packen hier mal Überholaggression auf hoch. Copy. Gebt Gas, liebe Leute. Jetzt ist euer Moment. Copy. Hoffentlich bauen sie jetzt keine Crashs. Ist jetzt ein bisschen risikoreich, ich weiß, aber... Dafür sind wir doch hier, oder Leute? So, zweite Runde. Ja, ich glaube, Ocon kommt vorbei, oder? Oder, ne, Gasly, neunter. Oh, auch nicht dran vorbei. Keine Chance, Leute. Die Bremsen nicht Feuer rein geben, kommen nicht dran vorbei. Bis jetzt keine Chance.
Jetzt muss er doch dran vorbeikommen, oder? Esteban? Ja. Genau so, liebe Leute, genau so. Sehr schön. Sehr schön. Und Gasly ist weiterhin Neunter. DRS enabled. Currently sat P6. So, wir gehen auf neutral. Und pushen weiter mit den Reifen, soweit wie es geht. Jetzt schon 25% Regenwahrscheinlichkeit, ne? Es kann sogar schon eher anfangen zu regnen, wenn ich das richtig verstehe. Aber spätestens hier fängt es an, also von daher. Bis dahin halten die Reifen, Leute. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Wir haben hier nochmal locker 50%, also das sollte schon passen. Und wir ziehen uns ordentlich nach vorne, ne? Wenn ihr das mal seht. Guck mal, jetzt hier auch Ocon vorne dran vorbei. Sehr schön. Gasly hat gerade halt echt Probleme. Ist ein bisschen schade, dass Gasly wirklich nicht dran vorbeikommt. Bisschen sehr ärgerlich. Ja, setz dich durch, mein Bruder. Komm. Ich glaube nicht, dass uns das mega viel helfen wird, sage ich euch ganz ehrlich. Weil das beides, glaube ich, keine mega krass guten Regenfahrer sind. Aber wir gucken mal. Charles Leclerc, schnellste Runde. Ist klar. Gasly weiterhin dahinter. Kommt nicht dran vorbei, Leute. Wahnsinn. Hamilton hat nicht mal DRS, Leute. Und trotzdem kommt er nicht dran vorbei. Das ist faszinierend. Und Ocon läutet eine Position nach der anderen nach vorne. Wahnsinn. Unglaublich. Der ist jetzt schon auf maximal, meine Freunde. Sehr geil. So kommt man also in den lila Bereich. Du musst einfach hart Risiko gehen. Also. Okay. Spannend, ja. Und auch hier ist er fast schon dran vorbei. Und ist dran vorbei. Mein Gott. P3, meine Freunde. Ist das Wahnsinn oder... Na, noch nicht. Naja, die sind noch gleich auf. Ich glaube, Ocon kriegt aber DRS und müsste dann dran vorbei sein, oder? Nee, der setzt sich davor. Schade. Und Gasly weiterhin dahinter. Ach Leute, der kommt schon. Boah. Ah, super spannend. Schönes, spannendes Racing, oder Leute? Geil. Ja, sehr, sehr geil. Muss man mal so sagen. So, wir sind jetzt hier 10% unter den Reifen schon von denen. Das ist in Ordnung. Nur für Gasly ist es leider irgendwie, ja, ein bisschen problematisch, weil Gasly wirklich nicht dran vorbeikommt. Und ich weiß nicht, was ich ihm sonst noch geben soll, bis auf hohes Überholen und so. Genau, hier muss er doch jetzt mal dran vorbei. Er kommt nicht dran vorbei, Leute. Er kommt nicht dran vorbei, ne? Jetzt. Jetzt! Zieh, Gasly! Ja! Finally. Finally. Unglaublich. Schön, schön gefahren. Available. No more lift and coast required. No more lift and coast required.
50% jetzt schon Regen in 4 Minuten. Mhm. Runde 9 soll schon anfangen. Ja, die haben sich, konnten sich leider gut absetzen da am Anfang. So, there's still a track of rain. Ja, wet weather. Wet weather. Gasly ist dran. Immerhin auch 8. Platz mit Gasly. No more ERS. No more ERS. Ach so, ist schade. Ärgerlich tatsächlich. Konnten die hier nicht rauskegeln aus dem Sekundenfenster. Das ist ein bisschen schade. Schnellste Rennrunde von Sergio Perez, der sich jetzt natürlich übelst rangezogen hat, auch nochmal durch DRS und so. Ja, die sind tatsächlich da vorne nochmal eine ganze Ecke schneller, Leute. Ihr seht das, wir sind Full Push auf den Reifen und trotzdem sind die schneller. Das ist spannend, wie man so schön sagen kann. Wir bleiben natürlich aber weiter voll auf den Reifen drauf, Leute. Also, das ist, glaube ich, klar. Wir bleiben da voll drauf. Wir gehen da jetzt nicht von runter. Hamilton konnte man ein bisschen abhängen, minimal zumindest. Hier aber auch wieder Pierre Gasly kommt nicht dran vorbei. Schade, ist echt schade. Naja, Ocon muss jetzt hier verteidigen. Bisschen ärgerlich. 50%. Ja, nächste Runde fängt's an. Nächste Runde fängt's an. Also im Vorgängerteil war es so, dass bei 0,7, 0,8 mm Regen auf der Strecke ungefähr die Inters besser wurden schon. Sieht jetzt auch schon richtig finster und düster aus, liebe Leute. Der Abstand ist interessant, ne? Also wir haben hier... Die könnten wir sogar beide in einer Runde ranholen, glaube ich. Ohne, dass sie aufeinander warten müssten. Das wäre natürlich hervorragend. Sage ich ganz ehrlich. Mal gucken. Ja, es fängt an. Ja, wir holen sie rein, Leute. Wir holen sie rein. Ich würde sagen, wir holen sie rein, beide. 07, 08. Sollten wir machen, Leute. Ja, wir holen sie rein. Kommt, Leute. Ab auf Winters. Und mit ihm auch ab auf Winters. Box this lap, Esteban. Box, box, box this lap, box, box. Box this lap. Esteban in. Tire to Inter. Tire to Inter.
Oh, er bleibt stehen oder was? Oh, nee. Ist der Mann hin? Kopf wieder. Oh, der andere kommt der andere hinterher, liebe Leute. Der andere kommt der andere hinterher. Ich hoffe, okay, Gasly muss nicht warten. Ich hoffe, Gasly muss nicht... Ja, der muss warten. Scheiße. Ja, Gasly muss auf jeden Fall warten. Ah, ich glaube... Out of traffic, so let's push on the exit. Also die 20. leider. Mhm. Ah, vielleicht war das ein bisschen zu early gewechselt. Ich weiß nicht genau. Also mit Gasly, na, hätten wir vielleicht noch eine draußen bleiben können. 08, jetzt müssten die auf jeden Fall schneller sein, die Reifen. Das Problem ist, die Hälfte der Runde ist auch schon rum, ne? DRS ist immer noch nicht deaktiviert. Genau, jetzt gehen die anderen rein. Das Problem ist, wir verlieren hier so viel Zeit. Ich glaube nicht, dass wir da gut rauskommen, Leute. Schaut euch das mal an, wie langsam die hier fahren. Ach, scheiße, ey, das ist nicht gut, ne? DRS disabled, DRS disabled. DRS is disabled. Ja, da kommen sie wieder raus. Ah. Gib Gas, vielleicht schafft er den einen hier noch zu holen. So, wie lange müssen denn die Reifen durchhalten? Awesome. Bis Runde 40 ungefähr. Bis Runde 40 ungefähr. Das heißt, wir können auf jeden Fall nicht voll pushen, aber so aggressiv fahren können wir auf jeden Fall, glaube ich. Ja, genau. Maybe drop back a little bit, please. Okay, Leute. Passt soweit für mich. 20 Runden dann am Ende? Nee, das sind deutlich mehr. Das sind 40, das sind 10, das sind 17 Runden. 17 Runden auf dem Softfahren, das könnten wir aber auch hinkriegen. Oder sollten wir auch hinkriegen, glaube ich. Ja, viel mehr können wir jetzt nicht machen. Jetzt ist das Rennen eigentlich strategisch erstmal so, ja, durch. Will ich jetzt nicht sagen, aber es ist strategisch jetzt erstmal so, wie es ist. Leider haben wir hier nach vorne Zeit verloren. Also Perez, seht ihr selber, Ocon ist im Verkehr stecken geblieben. Das war nicht sonderlich geil. Dafür, dass wir, ja, 5-8 und so. Also wir hätten eine Runde später wechseln sollen, glaube ich. Das wäre besser gewesen. Genau, Reifen sind recht heiß. Noch. Ist aber, glaube ich, auch noch in Ordnung. Ja, sollte passen. Alle auch auf Inters hier an der Stelle, das ist in Ordnung. Cool. Cool. Ich würde mal sagen, ein bisschen spulen können wir.
Mit Ocon würde ich gerne mal ein bisschen chargen. Und versuchen aber an Perez dran zu bleiben. Und mit Gasly haben wir uns abgesetzt von Stroll. Weit abgesetzt von Stroll. Da können wir auch ein bisschen chargen, glaube ich. Also so müssten die Reifen eine Weile halten, Leute. Auf aggressiv müssten die Reifen, glaube ich, eine Weile halten. Ne? Da sollten wir eine Ecke mit klarkommen. Sind jetzt hier eh schon dran, vorne auch an Perez, also... Ja, die müssen ja jetzt auch langsam dann, kälter werden, oder? Können wir nochmal schauen, 102, naja, so viel ist da gar nicht mehr, ja. Genau, jetzt waren sie nämlich gerade gelb schon mal bei ihm hier, oder? Wir werden ihn überholen, Leute, ne? Wenn ich das so richtig vernehme. Das ist vielleicht schneller, der Esteban. Dann gehe ich mit Esteban mal auf Standard. Lass die Reifen mal ein bisschen runterkommen von der Temperatur. Ist ja auch nicht so viel, ne? 1-1-4. Also viel Wasser ist das nicht. Hier hinten werden sie dann nochmal ein bisschen... Bisschen besser, bisschen trockener. Dadurch, das wird dann schont dann natürlich die Reifen auch ein bisschen. Umso mehr Wasser drauf ist, umso weniger Abrieb kannst du machen, sag ich mal. Ja, aber da vorne wird der Abstand größer, wenn man nicht mit den Reifen Gas geben und eine Position verlieren will ich da jetzt nicht. Das wäre mir ein bisschen schade. Gasly ist dran jetzt. Cool, cool. Hat da richtig ordentlich Abstand auch einfach rausgefahren. Genau. Ja, ansonsten sind die Reifen immer ein kleines bisschen zu heiß, Leute. Ne? Also ich glaube, so können wir leider nicht durchfahren mit denen. Ocon gehe ich jetzt mal runter. Wieder ein bisschen von den Reifen. Kriegt jetzt dafür ERS neutral. Und schauen wir mal, wie er sich hält. Da vorne an den Jungs dran. Genau, Gasly kriegt auch ERS neutral. Nochmal Standard auf den Reifen. Wobei er jetzt wieder eine ganze Ecke weggefallen ist. Also ich finde nicht, dass sie komplett heiß laufen, ne? Dazu ist bis Runde 40 noch ein bisschen zu lange. Also die sollten jetzt, wenn dann, gelb sein. Ansonsten sind wir schon zu lange mit denen so gefahren, Leute, ne? Das ist einfach mal sagen. Oh, Yellow. Konkurrent mit Unfall. Car went off. De Vries, Unfallkurve 12. Nick, was machst du? Ah, Dreher. Naja, gut. Eckflügel ein bisschen beschädigt, sonst nicht viel. Ja.
Perez fährt sehr schnell, wie ich finde. Und Verstappen und Leclerc sind komplett weg, Leute. Das ist echt Wahnsinn. Hat jetzt leider ein bisschen was an Boden verloren. Und die Reifen scheinen mir immer noch zu heiß. Was nicht gut ist, aber ist dann wohl so, nicht wahr? Reifen sind immer noch zu heiß. Selbst auf Standard sind die Reifen zu heiß. Aber man sieht, dass der Abrieb nicht ganz so hart ist, Leute, ne? Was jetzt nicht allzu schlecht ist. Okay, mate. No more lift and coast needed. Ja, no more lift and coast machen wir mal. Wäre schön, wenn wir mit Gasly noch einen picken könnten, nämlich den da vorne. Das wäre ziemlich nice. Muss ich mal so sagen, aber muss mal gucken. Also Sainz ist schneller als wir, glaube ich. Unter den gegebenen Voraussetzungen schon. Was recht spannend ist, aber nun ja, ist wohl so. Ich würde mit Gasly einfach nochmal ein bisschen pushen. Mit Ocon auch mal ein bisschen pushen, weil ist Platz, Leute. Ist ja gar nicht Overtake, Leute. Overtake is available ist, dass es einsetzen. Overtake is available ist das da unten. Also, naja. Gasly ist dran, liebe Leute. Fast zumindest. Naja, dran ist er, sieht eigentlich auch anders aus. Da wollen wir dran vorbei. Und mit ihm können wir noch ein bisschen drücken. Der fährt die Fahnen vorne schneller.
Na, komm nicht dran vorbei. Push, push, komm schon, Gasly, irgendwo dran vorbei. Das ist schon wieder Hamilton. Ja, es ist Hamilton, ne? An dem sind wir dran vorbeigefahren und jetzt hält er uns wieder auf. Naja, Lewis ist halt aber auch, der wird halt, guck mal, der weiß, wie man verteidigt, der fährt aber weit rüber. So, und jetzt, ja. Ja, die Außenbahn, da glaube ich nicht, dass wir da erfolgversprechend dran vorbeikommen. Hat jetzt die Innenbahn. Komm schon. Ja, die fahren vorne tatsächlich schneller als wir, ne? Oh komm, mit dem sieht man es. Wir sind jetzt mit ERS vorangepusht. Jetzt ist Sainz wieder an uns dran und wir, der Abstand zu Perez wird größer. Aber ERS ist irgendwie voll wieder, also. Gasly überholt Hamilton. Sehr geil. Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf Standard hier. Slightly bigger lift and coast in all areas, please. Copy. Reifen sind zu heiß, Leute. Grad. Lift, Lift. Reifen sind zu heiß, Leute. Also so heiß kann ich die nicht lassen an der Stelle. Das überleben sie mir nicht noch 20 Runden. Das fängt ja jetzt mehr an zu regnen, oder? Das heißt 2,44. Eigentlich müsste doch jetzt die Kühlung, müsste doch jetzt hochgehen, oder? Gab es das nicht immer so? Reifenkühlungsrate normal. Kühlung müsste doch eigentlich hochgehen, oder? Wie sind die Reifen immer noch zu heiß? Bei Ocon geht's gerade so. Aber da kann ich kann nicht mehr pushen mit den Reifen. Das war's. Also, das ist das Ende, Leute. Mehr kann ich nicht geben. So müssen sie gehen. Und dann müssen wir irgendwo nochmal gucken. Auch mit Gasly. Mehr ist nicht. Ist jetzt immerhin vor Hamilton, aber absetzen kann er sich halt auch nicht. Naja. Ist so, wie es ist, wa?
pick up the pace a bit. Ja. Na, hier, jetzt sieht man, dass sie kühler werden, doch. Mehr Regen bringt also schon noch was, aber nicht mehr so viel, glaube ich. Okay, man, let's keep looking after these tires. Copy. Let's keep looking after these tires. Ja, genau. Keep mal looking. So müsste es eigentlich passen, Leute. So müsste es eigentlich passen. Jetzt machen wir ein bisschen schneller hier. Und dann hier irgendwo am Ende können wir dann die Reifen noch mal richtig ziehen, würde ich sagen. Ja, irgendwo hier könnte man dann halt auch schon wechseln, ne? Also Runde 35 ungefähr. Aber bis dahin ist halt auch noch eine Ecke, ne? So, von daher. Okay, schauen wir mal. Gasly konnte sich nicht viel absetzen von Hamilton. Ocon fällt weiter zurück von Perez. Das ist okay. Ist so, wie es ist. Wir könnten jetzt hier mal ein bisschen pushen. Bei 81, 82 Grad. Ganz gut aus. Strecke noch feucht. Ist okay. Ist okay. Ich denke, ich push mal ein bisschen nach vorne. Und fahre mal noch ein bisschen Zeit raus. Sowohl mit Ocon als auch mit ihm könnten wir das mal versuchen. ERS ist nämlich auch wieder komplett voll bei beiden, wie ich sehe. So, werden die Reifen gleich schon wieder ein bisschen wärmer. Ja, aber das passt, Leute. Das ist schon in Ordnung. Und jetzt bei 64%. Oh, hier sind sie jetzt richtig heiß. Puh, Leute. DRS is disabled. Okay. Okay, da konnten wir auf jeden Fall ordentlich was rausfahren. Und mit Ocon. Mit Ocon bin ich mir ein bisschen unsicher, ob das überhaupt einen Sinn hat. Ja, wir ziehen die aber weiter, die Reifen, glaube ich. Ich glaube, wir ziehen die weiter. Okay, let's try again. Wir machen mal hoch und schauen mal, ob wir dran vorbeikommen, Leute. Leute, schaut mal, wie viel das jetzt gebracht hat. Hamilton 3,5 Sekunden weg, ne? 3,5 Sekunden, Leute. Ja, wäre schön, wenn er dran vorbeikommen würde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo er das am Ende schafft. Oh, jetzt ist er schon okay. Ja. Ja, wunderbar, Mensch. Awesome. Na, überholen war erfolgreich. Ich finde die Meldung immer ein bisschen... So, ich würde sagen, ja, voll pushen können wir noch nicht. Gehen wir mal so. Machen wir aggressiv, Leute. Genau. Bisschen aggressiv ist, glaube ich, in Ordnung. Und hier sollten sie ja jetzt eh... Regen hat aufgehört. Okay, ab jetzt trocknet die Strecke ab, Leute. Schön.
Können wir bei Gasly gerne mal gucken. Boah, Gasly fährt weiterhin Zeit raus. Fährt Ocon Zeit raus? Nein, nicht so wirklich, wa? Gut, aber da können wir jetzt auch nochmal ein bisschen drücken. Ich meine, wenn die Reifen eh heiß sind, Leute, bis zum Ende durchnudeln. Die werden danach eh geschreddert. Kommen weg, was weiß ich wohin. Also von daher, und lange dauert es nicht mehr, dann holen wir die Jungs rein. Also von daher, gebt Gas, Männer. Gebt Gas. B1-3. Hier auf normale Pace. Absetzen können wir uns aber komischerweise nicht, obwohl wir komplett pushen. Das ist durchaus spannend. Ja gut, ich würde sagen, nächste Runde gehen wir rein, liebe Leute. Diese Runde jetzt noch nicht. Aber nächste Runde gehen wir rein. Strecke wird jetzt nämlich trocken. Also ab mit Ocon auf die... Ja, schaffen die so lange? Was haben die für eine Lebensdauer? 34 Runden. Ja, wartet mal ganz kurz, wie viele Runden haben wir noch? Ja gut, wenn das... Ich sehe ja, 34 Runden? Geschult? Egal, wir gehen auf jeden Fall auf die Softs. Mit Gasly gehen wir auch auf die Softs, genau. How's the track at the moment? The dry lane. Ah, Stroll geht jetzt schon rein. Okay, spannend. Okay, make good job. No more lift and coast required. Copy. Overtake is available. Copy that. Ja, wir versuchen uns so weit wie möglich natürlich ranzusaugen. Mal gucken. Mit Gasly ist der Abstand schon recht groß. Und mit Ocon versuchen wir zumindest noch einen kleinen Abstand rauszufahren. Nach vorne. Naja, aber selbst den, da kann ich kaum was rausfahren, Leute. Der ist direkt hinter mir. Na, gehen alle jetzt an die Box, glaube ich. Ich hoffe, dass das nicht allzu schlimm wird für Esteban. Ah, scheiße, Chaos in der Boxengasse, Leute. Fahr doch! So ein Dreck. Oh, Mann. Ja. Das wussten wir, Leute. Das wussten. Ich wusste, dass das passiert. Das muss immer passieren.
Wenn man vorne ist, Leute, dann wechseln die und dann ist man hinten. Es war noch nie anders, nicht wahr? Ja, copy. So, back up. Copy. Halt vom Anfang ein bisschen auf Temp bringen und dann schauen wir. Hätte ich mit Ocon jetzt echt eine Runde eher reingemusst, ja? Weiß ich nicht. Finde ich jetzt auch irgendwie Quatsch, aber naja. Okay. Sind alle auf Mediums, okay. Halten meine Reifen nicht so lange oder was? Oder wie sieht's aus? Ich dachte eigentlich schon, oder? Also. Frag für einen Freund. Schon, dass sie so lange halten. Maybe drop back a little bit, please. Okay, wir sollten ja auf jeden Fall overtaken, Leute. Jetzt am Anfang, wo das noch geht, sollten wir das auf jeden Fall tun. Dass die hier. Dass er das jetzt wieder versaut, der Ocon, aber der hat bis jetzt eigentlich so viel richtig gemacht. Würde mich wundern, sag ich mal so. Das sieht gut aus. Die sind nämlich auch schneller, liebe Leute, ne? Ich hoffe, wir kommen jetzt hier weg von denen. Das wäre sehr geil, sage ich euch so, wie es ist. Aber es sieht so aus, wie als wären wir weggekommen. Okay, so let's look after these tires. No DRS. Bit of lift and coast where you can. Fastest Lane von Ocon. Naja, ist ja klar. Reifen sind bei 100 Grad. Ja, mehr habe ich nicht. Mehr Reserven gibt's nicht. Jetzt sind wir bei Rennpace. Sieht okay aus, liebe Leute. Vielleicht komme ich mit Gasly nochmal irgendwo ran. An Alonso vielleicht. Jetzt nicht ganz sicher, aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ocon kann jetzt erstmal fahren. Der hat die hinten aus dem DRS raus. Die sollten kämpfen untereinander. Es sieht sehr gut aus, Leute. Es sieht sehr gut aus. Bis jetzt zumindest. Ich kann mal versuchen, hier mit ihm an Alonso ranzupushen. 2-2, vielleicht schaffen wir das, Leute. Und dann dahinter zu bleiben und uns den dann noch zu schnappen, weil wenn wir jetzt nicht rankommen, dann wann dann, ne? Ja, er ist Batterie leer. Okay, Max Verstappen, neue schnellste Rennrunde, lol. Jetzt Charles Leclerc, okay.
Problem ist, wir haben halt kein ERS, um da groß Gaps zuzufahren, ne? Ja, keine Ahnung, ob wir das schaffen oder nicht. Mal sehen. Vielleicht ist auch der dritte Platz mit Ocon noch gefährdet auf Grundlage der Reifen. Das weiß ich nicht, weil er kann sich nicht absetzen. Er hat jetzt deutlich bessere Reifen, aber er kann sich nicht absetzen. Und die Reifen werden später im Verlauf des Rennens natürlich noch einknicken, Leute, ne? Also natürlich werden sie sich einknicken, natürlich werden sie einknicken. Klar ist unser Auto langsamer als ein Ferrari und als ein Red Bull, das ist klar, aber na gut. Mit Gasly kommen wir ganz schwer auch nur an Alonso ran. 2-1, 2-2 und so, also wir lassen es mal noch ein bisschen laufen und dann sollten wir gucken. So, 1-7 sind. Oh, jetzt sind wir tatsächlich deutlich dichter rangekommen. Ist ja mal eine richtige halbe Sekunde, die wir da rausgefahren konnten. Was ziemlich geil ist. Na, vielleicht schaffen wir das doch noch. Die Lücke da zu schließen. Dann ein bisschen auf die Reifen aufzupassen. Naja. Tja, Gasly, neue schnellste Rennrunde. Und jetzt ist er langsam dran, liebe Leute. Und jetzt kriegt er nämlich langsam auch DRS dann. Jetzt. Um genau zu sein. Sehr schön. Dann darfst du jetzt mal wieder ein bisschen saven, mein Guter. War vielleicht nicht gleich so viel. Dass du wieder aus dem DRS rausfällst, das wäre ja hervorragend. Okay. Er war anscheinend doch noch nicht 100% dran. Müssen wir noch ein bisschen mehr drücken da an der Stelle. So, Ocon. Ja, 1,7 Sekunden. Jetzt merkt er schon, dass die Reifen langsam weniger werden. Gut, vielleicht waren es am Ende doch die falschen Reifen, muss man einfach mal so sagen. Vielleicht waren es wirklich, hätten es wirklich die Mediums sein sollen, weil wenn ich mir so den Reifenabrieb anschaue, Leute, wir sind jetzt 5 Runden draußen, 6 Runden draußen, naja. Also ja, und die sind jetzt schon schneller, die Reifen von denen. Schade, liebe Leute. Sehr, sehr schade. Na gut, da werden wir sicherlich noch mit ihm ein bisschen durchgereicht werden. Und auch mit Gasly wird es nicht viel weiter nach vorne gehen. Nehme ich mal an. Aber man kann es ja probieren. Es war jetzt dann da vielleicht die falsche Entscheidung. Aber ich meine, Leute, es waren 17 Runden, ne? Also jetzt haben wir bald. Ne, es waren keine 17 Runden, sondern mehr, ne? Mehr. 17 Runden waren es nicht. Wir haben es auch irgendwie ein bisschen verkackt. Es waren nämlich nicht 17 Runden. 17 Runden da, das ist das, was ich am Anfang da berechnet habe. Das waren es eher so 20 Runden. Und 20 Runden, glaube ich, halten die halt nicht. Ja. Von 40 bis 57. Naja. Ist egal. Hilft nichts. Wir müssen damit jetzt klarkommen. Ist so, wie es ist.
Ja, ich würde sagen, wir lassen ihn auch hier vorbei. Also, fahr ruhig. Sainz. Naja. Oder auch nicht. Aber der wird früher oder später vorbei halt kommen, ne? Muss einfach mal so sagen. Hat auch DRS und alles. Wir bleiben hinten dran. Und schauen dann, dass wir in den letzten Runden da nochmal irgendwie dran vorbeikommen an ihm. So, wie sieht's aus mit Gasly? Oh, der ist raus aus dem Fenster, oder? Eieieiei. Ja, ist er. Nicht gut. Da sollten wir fix wieder ran an Alonsos DRS-Fenster. Und dann bleiben wir noch ein bisschen dahinter und irgendwann 3 Runden vorm Schluss fangen wir an zu pushen wie Sau und dann müssen wir gucken, welche Möglichkeiten wir noch haben. Geht halt nicht anders, ne? So, 08, sehr schön, sind wir dran. Passt, würde ich sagen. Ocon ist raus aus dem DRS-Fenster. Ach, scheiße, Leute. Raus aus dem DRS-Fenster von Sainz, ja. Ne, da müssen wir ran, Leute, da müssen wir ran. Das hilft nichts. Reifen würde ich eigentlich nicht nudeln, aber, oder wollte ich nicht nudeln, aber müssen wir. Anscheinend aufgrund von irgendwelchen Überrundungen dort. Nicht gut. Mit Ocon haben wir auch kaum noch Reserven, ne? Also, seht ihr ja selber, weil der die ganze Zeit vorne weggefahren ist, versucht hat, Pace zu machen, was er nicht geschafft hat und dadurch hat er halt keine Reserven ansparen können, ne? Wir müssen ran an ihn, komm schon. Ja, wir bleiben mal gerade so dran. ERS-Batterie ist jetzt leer. Aber der müsste doch noch einmal, jetzt müsste er nochmal Dings kriegen, genau. Konnte sich damit dann nochmal ransaugen. Kriegt jetzt hier Standard auf den Softs. Und bleib hoffentlich dran, bitte bleib dran, please. Ja, Gasly ist auch wieder rausgefallen. Schaffen wir nicht, Leute. Schaffen wir nicht. Ärgerlich. Gasly ist rausgefallen. Ihr seht selber, trotz DRS ist er rausgefallen. Und dann wird Ocon auch rausfallen, wenn wir es auch nicht schaffen. Ja, schade, Leute. Ist die falsche Reifenwahl gewesen, muss man einfach mal so sagen, ja. Ist wirklich, wirklich die falsche Reifenwahl gewesen. Copy. So you need to speed up a bit, please. 10 Runden haben wir noch, das reicht gerade so aus dann, also auf dem Reifengrafen, den wir sind. Das heißt, wir müssen auf Standard weiterfahren. Ja, der hält ihn übelst auf hier. Ja. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, das war's, Leute. Also mit Ocon vielleicht ein 4. Platz. Und mit Gasly hat ein 7. Ist trotzdem ein gutes Rennen. Nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Aber ich denke, das war's. Weil Ocon kommt nämlich auch nicht mehr ran, Leute. Es ist quasi nicht zu schaffen. Ist ja nun wirklich nicht weit, ne? Es ist nun wirklich nicht weit, aber trotzdem.
Let's keep looking after these tires. Okay. Nicht so viel, was wir rankommen durch DRS, ne? Zurück, back up. Copy. Wäre geil, wenn man beiden sagen könnte, jetzt bleibt doch noch mal ein bisschen da im DRS drin jeweils, lasst euch mal ein bisschen ziehen und so. Und dann versuchen wir es am Ende noch mal, aber... Na, ist halt unglaublich schwer, ne? Ocon hat es komischerweise geschafft, oder ganz gut geschafft, dran zu sein. Ja. Und schafft es auch jetzt ganz gut dran zu bleiben und Gasly fällt wieder raus aus dem Fenster. Alter Mann, Leute, es kann noch nicht euer Ernst sein, was ist denn da los? Da müssen wir halt dranbleiben, Leute. Also müssen dranbleiben. Ist mir egal wie, aber wir müssen dranbleiben an den Jungs vor uns jeweils. Hier durchgereicht werden dürfen wir uns nicht. Können wir uns nicht erlauben. Bei 50, die sind bei 60%. Bei ihm geht's ganz gut, ne? Also er bleibt auf jeden Fall immer dran, liebe Leute. Gasly hat halt Probleme, irgendwie dran zu bleiben, interessanterweise. Ocon irgendwie jetzt dann doch nicht mehr so. Was eigentlich ganz geil ist. Also Treppchen ist drin, könnte drin sein, ne? Ne, mal gucken, aber könnte drin sein, Leute. Mit irgendwie einer strategischen Meisterleistung könnte Treppchen drin sein. Ihr merkt halt, wie unsere Reifen viel schlechter sind mittlerweile, wie wir trotz DRS gerade so dranbleiben an denen. Also ich hätte es nicht gedacht, ich sag's euch ganz ehrlich, weil normalerweise ist das, also der normale Reifenabrieb, ja, jetzt sind wir halt bei 48%, gut, wir haben halt noch ein paar Runden, okay, ne, aber die sind halt zu früh langsamer geworden als die gelben. Das ist so ein bisschen das Thema. Die sind zu früh langsamer geworden. Do some lift up. Okay. So. Mit Ocon bleiben wir jetzt aber auch dran gepusht. Da lassen wir uns jetzt nicht nochmal rauskegeln, Leute. Wir fahren jetzt aggressiv. Und sagen jetzt schon mal, ihr dürft überholen, wenn ihr wollt. Ja. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen mit den Jungs. Copy. Zwei Runden vorm Ende geben wir dann nochmal richtig Vollgas. Heißt dann halt alles. Alles, was geht, ne? Interessanterweise, der hätte uns wegfahren können, wollte es aber auch nicht, ne? Also Sainz wollte uns halt auch nicht wegfahren. Wobei er es hätte easy machen können. Also da wäre, glaube ich,
gibt mir, glaube ich, wahrscheinlich jeder recht. Der hätte uns wegfahren können, Leute. Na, ich schaffe nicht, dann vorbeizukommen. So zumindest noch nicht. Hier sind wir mit ihm auch zu weit weg. Six laps to go. Ja, die Reifen sind danach, die sind durch, Leute. Die gehen unter die 30%, glaube ich. Ist halt so, ne? Gehen sie halt unter die 30%. So what? Na? Tatsächlich. Der will dran vorbei. Esteban, es ist jetzt die Runde dann für Esteban. Dann alles, was geht, mein Guter. Alles, was geht bei Gasly. Wir sind hinten dran. Komm, Esteban, push, push. Ich schaff es doch nicht, Leute. Nee, ich schaff es doch nicht. Oder? Boah, knapp wie Sau. Komm, Esteban. Mit Gasly sind wir hinten dran. Boah, eigentlich ist mir das noch ein bisschen zu early, weil die Reifen sind jetzt bei 33%, Leute, ne? Eigentlich ist mir das ein bisschen zu early. Aber wir müssen durch, Leute. Wir müssen durch. Es hilft nichts. Das sind jetzt die Chancen, die er hat. Mehr Chancen wird er nicht mehr kriegen, Leute. Da bin ich mir sicher. Ja, jetzt kommt er nicht mehr dran vorbei. Lol. Scheiße. The tire is gone. Do we bring them down slightly if we can? Copy. No more DRS. Copy now. Wer hat no more DRS? Ja, push, Leute, komm. Let's go for it, mate. Auch auf diesen alten Reifen, da muss man pushen, Leute. 27%, die anderen sind bei, oh, über 50, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Boah, der fällt immer weiter zurück. Er hier kommt auf jeden Fall nicht dran vorbei. Ich glaube nicht, dass er dran vorbeikommt, Leute. Also wenn ich mir das anschaue, die Reifen sind dermaßen genudelt jetzt mittlerweile. Wir haben kein DRS mehr. Gar nichts. Also er hat kein ERS mehr? Okay. Ist er rausgefallen? Also Flügel ist gar nicht aufgegangen. Two more laps to go. Oh scheiße, Leute. Ihr seht, wie wir zurückfallen hier. Copy. Overtake is available.
Okay. Ist egal, alles raus, Leute. Hilft halt nichts. Ocon wird vielleicht nochmal geholt. Eine Runde vorm Ende, ich hoffe nicht, ne? Aber der hat jetzt so viel Raum nach vorne verloren. Jetzt ist Perez direkt dran. Ich hoffe einfach mal nicht. Ja, wir sind jetzt auch in der Last Lap, ne? Ne, also da vorne erst. Oh, scheiße, Leute. Jetzt ist die Last Lap für uns noch nicht. Ocon bei 19% Reifen. 19%. Nein. Lass ihn nicht dran vorbei, meine Freunde. Immer verteidigen. Back the cars behind up, please. Nein, du schaffst es auch nicht mehr. Ist okay, komm. Bring nach Hause den Pfeffer. Bring nach Hause und dann ist okay. So, big liftoffs. Copy. Scheiße, Ocon, ey, der hat hier vorne noch eine dicke Geraden, Leute. Der überholt ihn jetzt. Keine Chance, glaube ich. Jetzt geht gleich der Dings auf und dann geht als erster über die Linie und gewinnt. Bitte defend. Ja, der schafft's echt. Okay, Leute, 4.7. immerhin, 3. Platz, keine Chance mehr gehabt. Boah, ein Rennen, Leute, was ein Rennen. Ja, schön, war gut, aber am Ende hätten wir doch Mediums nehmen sollen. Hätte ich nicht gedacht, aber wir hätten am Ende doch Mediums nehmen sollen. Zustand des Autos. Mit gelben Reifen wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. Also ich denke mal, dass auf jeden Fall mehr drin gewesen wäre, weil die hatten halt hier noch alle Reserven, ne? Wenn ihr euch das mal anschaut, wir sind bei 10 und 15%, die hatten alle noch Reserven gehabt. Komm, wir waren die einzigen beiden, die auf Rot gegangen sind. Das war ein ausgezeichnetes Rennen von Esteban Ocon. Denke ich auch. Der Fahrer musste heute wirklich hart für diese Punkte arbeiten. Das ist eine phänomenale Leistung. Darauf haben sie lange genug gewartet. Und jetzt kosten sie den Triumph voll aus. Tja, Max Verstappen kann einen weiteren Podiumsplatz auf seine Liste schreiben. Mhm. Und das ist der erste Sieg der Saison. Gut, aber trotzdem schönes Rennen, Leute. Ne? 4 Plätze nach vorne mit Esteban, 2 Plätze immerhin nach vorne mit Pierre. Wir konnten das erste Mal seit langem die Aston Martins hinter uns lassen. Zumindest einen. Fernando haben wir leider nicht gekriegt, aber einen Aston Martin konnten wir hinter uns lassen. Sowie 2 Mercedes. Was echt schon ziemlich gut ist. Und ja, Esteban hat am Anfang halt einfach abgerissen. Ne? Der hat alle überholt. Und danach hat er sogar noch Pech gehabt. Also wenn er hier nicht hinter denen rausgekommen wäre, wäre es wahrscheinlich sogar eh besser gelaufen. Aber ja.
So ist es. Schöne Sachen, muss ich fairerweise mal so sagen. Ordentlich Punkte für unser Team. Ich weiß nicht genau, was das hier so bringt, so, aber Training, 19. Da. Was bringt uns das jetzt? Wahre Entwicklung. Ja. Ja, Sponsoren geben uns ein bisschen Geld. Schönes Ding. Wunderbar. Okay, liebe Leute, dann. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Ich weiß nicht, in der nächsten Folge, im nächsten Stream. Mal schauen. Und dann erstmal bis dahin. Eine schöne Zeit euch.